Und damit ein herzliches Willkommen unter Lutz, ein weiter Part Let's Play Tales of Arise. Ich bin es am Zimmerfix. Beim letzten Mal haben wir es zwar geschafft und hier einen neuen Rekruten hier in unserer Party nun dabei und in der Form von Law. Doch ein wahrer Sieg war es nicht. Wir konnten Seefahrer finden, doch wurden hier vom Anführer der Rebellen hier getäuscht, denn dieser ist in Wahrheit der Lord dieser Region und hat im Endeffekt nur die Rebellen hier angelockt, um sie hier nun in einem Schwung zu bezwingen. Seefeuer ist hier seinen Verletzungen erliegen, aber in seinen letzten Zügen hat er noch Law dazu gebracht, hier sich erneut am Riemen hier fasst und er hat sich hier nun angeschlossen. Zusammen wollen wir nun den Lord bezwingen. Ich glaube, wenn wir Weizen mal, das kann man immer gut herstellen und dann schauen wir mal. So. Und genau deswegen sind wir jetzt wieder hier. Wir wollen den Lord bezwingen, wir wollen Seefeuer rächen und hier die zweite Region Mrs. Lord ja befreien vor dem Joch der Tyrannei. Jetzt geben wir aber erstmal kurz eine Sidequest ab und dann geht's los. Yeah. Oh, ihr seid's wieder. Wie lief es denn? Habt ihr die Zeuge beseitigt? Ja, wir haben sie mehr oder weniger aus dem Weg geräumt. Ihr solltet jetzt wieder lang gehen können. Sehr gut. Das erleichtert mir genau. Danke, dass du dich darum gekümmert hast. Guter Mann. Ich werde mich doch mal umsehen. Ich wünsche euch allen eine sichere Reise. Hätte ich ihm sagen sollen, dass da trotzdem noch massig an Gegnern sind? Alter, Mann, 800 Galgen. Das ist so hart wenig! Wenn ich mir überlege, dass ein verdammter Trank des Lebens 1000 einfach kostet. After all that, how can these people carry on like nothing happened? Didn't Zephyr's words reach anyone in that whole crowd? The Snake Eyes could be anywhere. People are scared of being reported, so they can't do jack. And speaking from experience, when you spend so much of your life as a slave, you stop even thinking of standing up and fighting. Calaglia had a lot of people like that. Well, these people are in no position to demand anything anyway, when they've lost the will to fight and need others to protect them. These people have had a hard enough time just keeping the fires lit. No one wants to sacrifice their life without good cause. It is what it is. Once Ganabelt is out of the picture, things in Cislodia are sure to change. Yeah. I hope so. Es gibt nur eine Sache, vor der ich ein bisschen Angst habe. Und ich meine, klar, es ist gut. Aber liebe Leute, ihr wisst, gewisse Sachen müssen einfach konstant dabei bleiben. Und zwar geht es darum, wenn hier dieser schöne Turm bezwungen ist und der hier keine Asala-Energie mehr sammelt, dann bedeutet das auch gleichzeitig, dass hier wahrscheinlich der Tag kommt. Und ich meine, das sieht bei Nacht, sieht das hier so schön aus. Deswegen, wenn das natürlich was Schlechtes. Ah. Sagen wir das so, können wir hier ein bisschen Licht. So, wir gehen erstmal in die Fertigkeitsmatrix. Was haben wir denn hier? Zerfleisch und Blitz. Okay, das hört sich gut an. Ermöglicht es, Flammenschneider zu laden für mehr Zugriff bei höherem KP-Verbrauch. Okay. Stellt der L wieder her, wenn kritische Kritze zugefügt werden. Ich weiß nicht mehr, was der Boost stark ist. Erhöht Schaden bei Gegenangriffen. Gegenangriffe kriegt man so selten hin. Erhöhte Verteidigung und Elementarverteidigung bei Nahtod. Ja, da ich immer so mit so wenig Leben rumlaufe, wäre das gar nicht mal so schlecht. Kauf mal. So, bei ihr, da kaufen wir dieses, da haben wir dieses eine Upgrade. Oh mein Gott. HP-Wiederstellung, wenn satt. Stellt die HP her, wenn während des Kochvektors. Alter, das ist ein geiles Upgrade. Nimmer satt ist echt ein gutes Upgrade. Aber wir kaufen uns als erstes hier den K.O.-Schutz. So, bei ihr mal 1000 Punkte. Was machen wir denn hier? Sprung in die Luft. Möchtest du ja einmal zerspringen, während du in der Luft bist. Ah, nett. Aber nicht, bringt mir jetzt nicht so viel, wenn ich sie nicht mit dir kämpfe. Drücke R2, wenn du hochgewirbelt wirst, um zu landen, ohne niedergesteckt zu werden. Das Upgrade hätte ich gerne. Warte mal, wir haben hier das eine Upgrade. Konzentration. Nee, wo ist es? Reduziert die Atemwirkungszeit während eines Kombos. Während ein Artist wirken lässt. Ich denke, das machen wir als erstes. So, und bei Law haben wir 1000 Punkte übrig. So, keine Ahnung, was wir bei ihm machen können. So, deswegen. Eilwiderstimme, Adlersturz. Stelle helfen, Gegner bezügelt, Ausbruch des Erwachen. Kaufen wir mal so ein bisschen rein. Ich weiß es nicht genau. Kaufen wir mal. So, passt. Und
Ausrüstung, Giftamulett tue mal weg. Dafür tue ich mein Kriegeremblem wieder weg. Das Stichemblem, das brauchst du nicht. Dafür kriegst du jetzt das Giftamulett und du kannst das Schneideemblem haben. Passt. Wir hätten noch schauen können, ob wir Waffe für ihn fusionieren können, aber herstellen können. Also. Hey! Jetzt haben die auch Waffen. Sick! Wer sagt, dass der Max keine Kombos kann? Wer sagt, dass der Max keine Kombos kann? Oh! Wieso eigentlich 19er Kombo? Ich habe doch konstant das Kombo laufen lassen. Eines der schönsten Upgrades übrigens hier an diesem Spiel, also zu allen vorigen Kampfsystemen, ist die Tatsache, dass wenn ich einen Gegner besiege, man sich automatisch zum nächsten Gegner warpt. Also das ist so ein geiles Upgrade. Hey, hey, hey. Ausrücken! Wo sind sie? Warte mal, ich muss mal meine neuen Artes testen. Wir haben in letzter Zeit so viele neue Artes gelernt. Also, den kann man. Gut, dann das da. Da sind wieder diese maligen Granaten. Oh, das war schon, schade. We can really make weapons with this? Oh, die droppen ja so hart nette Items. Cool. That damn Ganabelt! I hate him! I'm not seeing very many enemies around. What's going on? They probably know we're not going to run away and are waiting for us to show up. Well, if it's a fight they want, I'll be more than happy to give them one. They're probably inside the Revel prison tower in the plaza. That's where the Lord here lives. The same building with the spirit vessel that's gathering all of the light, huh? We need to be careful of how we go from here. The fact Ganabelt knew about my healing arts and had that poison ready tells me he's extremely dangerous. He's not dangerous. He's just a rat bastard who's getting what's coming to him. I'm telling you, don't underestimate him. We don't know what else he's got in store for us. One misstep on our part is all it's going to take to give him what he wants. You're right. Dad. What were you trying to tell me there at the end? I guess it'll have to stay unspoken and unheard. Like all the other things we never got around to telling each other. Hey, hey, hey? Aber Leute, ich verstehe trotzdem nicht, wieso das nicht als konstantes Combo gilt. Ich mache doch ein konstantes Combo, oder? Hm, schauen wir nicht. Ne, konstant genug. Okay, ich muss jetzt Lore trotzdem ein bisschen ermahnen, weil ich meine, vor 2 Minuten war er noch und hat gesagt, hey, übrigens, wir sind im Fernsehen. Wo ist die versteckte Kamera? Weil ganz letzter Fall, er hat ihn ja dazu gebracht, dass er ja das Schicksal leidet. Wir wurden wohl gehört. Schau dich hier diese riesigen Schilder an. Überlass es mich, zerschmettert, das sind 1000 Teile. So, okay, gut, das war jetzt das Upgrade, was hat. Das ist mir auch letztens aufgefallen. Also, und ich bricht ihn ab. Okay, gut. Du hast ihn, ja, bitte. No armor's a match for me! You mean you can get past that shield? Ja, ich bin schon in die Klinge eingerufen. Okay, gut. Sehr gut. Kann ich jetzt... Hallo? Hallo? Alter, die Kamera. Die Kamera ist so cool, Mann.
Ich hoffe, die gehen jetzt wieder weg, Mann. Die Kamera hat mir ganz so gut gefallen, Mann. Diese random Kamera, Mann. Die auf einmal so die Gegner anvisiert, Mann. Das ist ja voll strange aus. Okay. Gut, also, Ryan ist los. Und den nächsten Lord alle machen. Ganabelt must be somewhere inside. How about it, Law? Any idea which way it is? This is a Renan castle. You think they were in the habit of letting a Danon like me inside? Point taken. The astral energy's off the scale. Almost like it's pressing down on me. You can feel it? The whole castle must be brimming with it. My hunch is it'll get stronger the deeper we go. It must be the spirit vessel. You can bet anything it's pulsing with stored astral energy. We can't let Ganabelt use it against us. Then we can assume that's his plan A. Let him try. I'll destroy anything he throws at us. Revel-Gefängnisturm. Aber wenn wir schon mal dabei sind, gibt's ja nicht nur vielleicht den einen oder anderen Gefangenen, den man befreien kann? Nur einfach draufhauen. Hä? Was? Ich wollte da nicht hin. Sieht das, als würde sich dieser Aufdruck nicht bewegen. Verdammt, gibt's keinen anderen Weg nach oben? Frag dich, Laura. Wir sollten dieses Stoffwerk in Ruhe durchsuchen und schauen, ob wir irgendwelche Hinweise finden. Sie hat recht. Vielleicht finden wir eine Möglichkeit, den Aufzug wieder in Betrieb zu nehmen. Warp mich da nicht hin, spiel, wo ich nicht hin will. Da war die hin. Geh ich jetzt einfach wieder raus? Ich glaube, ich gehe einfach wieder raus, oder? Das sieht aus wie eine Art Wand. Hier gibt es scheinbar kein Durchkommen. Das soll vermutlich andenken, wie wir uns lassen halten. Garibald macht es uns wirklich nicht leicht. Wir müssen mal einen Weg herum finden. Mach mal Platz. So eine Wand kann ich mir lustig brechen. Sehr einfach zu. Kostet uns wahrscheinlich jetzt aber auch irgendwie wieder Leben oder so. Hadouken! Puh. Du siehst es schafft, Tesla. Geht es dir gut? Ja, nichts, womit ich nicht zurückkäme. Lass uns weitergehen. Der will einfach nur draufhauen. Ich kenne den doch. This place looks completely different from Baldur's. Every lord has their tastes. Whether this really suits Renan's sensibilities is another matter altogether. Ich war gerade so fett, dass durchkommen. Wir müssen die Strategie unbedingt ändern. Weil Lore macht unser Kompass kaputt. Wenn Lore gleichzeitig immer auf den drauf haut, dann fliegt der Gegner immer so weit weg, dass ich nicht gescheit an den ankomme. Lore, Prinz der Eiserne Fäuste, sehr schön. Gut, kann ich hier nichts kaufen. Gehen wir mal kurz. Wo ich das wieder einstellen kann. Strategie hier, genau. Also, individuelle Strategie. Oh, Strategie wählen. Strategie Details ändern. Nein, nicht, das ist so schlau, okay, ist das Ding ja nicht. Nee, also ich finde schön, dass es Strategie-Menü wieder gibt. Das kotzt mir in mehreren Tales immer ein, wenn es es nicht gibt. Aber es ist auch nicht so gut, wie es hätte sein können. Hi, Hoodle. Weil eigentlich würde das Menü, wie gesagt, Celia hat immer noch das beste Kampfmenü gehabt überhaupt, Mann. Da war es nämlich so, dass man halt eben Charakter einzeln sagen konnte, was er machen wollte und nicht Gruppenfehler fand. Wahrscheinlich kann man das ja auch machen, aber dann müssen wir jetzt ewig lang im Menü rumschauen, weil... Ja. Und da habe ich jetzt keine Lust. So, Level 16, Level 16. Hi, hi, hi. Hey, wer bist du? Hey! Wartet, ich bin nicht euer Feind! Ich gehöre zu den Türschwertern, wenn ich das richtig sehe, seid ihr auch auf unserer Seite, ja? Ich habe die Schlangenaugen infiltriert, um an Informationen über sie zu gelangen. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Ihr sucht nach einer Möglichkeit, einen Aufzug zu aktivieren? Tut mir leid, darüber habe ich nichts in Erfahrung gebracht. Ich weiß nicht, ob euch das hilft, aber direkt gegenüber vom Eingang befindet sich ein Büro.
Wie ich hörte, ist im Büro angeblich ein Gerät am Schreibtisch, mit dem man eine Tür zum Block am anderen Ende der Anlage öffnen kann. Der Sammelraum ist leider vermutlich versperrt, aber irgendwo in diesem Block sollte es einen Ersatzschlüssel geben. Hoffentlich hilft euch, den Aufzug wieder in Betrieb zu nehmen. Ah ja, ich dachte mir schon, dass das nicht so einfach wird. So, und ein paar Gelees holen wir uns auch gleich noch mit. Hallo. Schön, dass deine Attacke lernst. Wenn ich hier gerade meine neuen Kumpels habe. Oh, das ist das coolste Kombo. Das ist ja so geil. Sie schmeißt eine von ihren Granaten, ne? Und er kickt sie damit voller Wucht drauf. Das sieht sehr cool aus. Was haben wir noch alles gelernt? Das haben wir. Okay, Dämonenzahn. Achso, das ist der normale Demon Fang. Standardattacke, Zerstörung. Haben wir, setzen wir eh die ganze Zeit. Herrscherhieb. Okay, da weiß ich jetzt nicht, wie er aussieht. Werden wir aber sicher noch herausfinden. So, und da wollen wir noch. Oh, Apfelgelee, was? Schwein. Orangengelee, cool. Milch. So einen richtigen Schlüssel habe ich jetzt aber nicht gesehen. Oder war der, hat er gesagt, das ist ja woanders. Der hat ja gesagt, das ist woanders. Das stimmt dann schon. Warte mal ganz kurz, wir haben letztes Mal Ausrüstungsgegenstand gefunden. Genau, und nichts gewandt. Hatte ich noch so in Erinnerung. Ja, dann gehen wir einfach mal wieder zurück. Hätte man die Information gebraucht? Wahrscheinlich hätte man die gar nicht gebraucht, oder? Naja, okay. Also, gegenüber vom... Irgendeinem Raum hat er gesagt. Gegenüber von hier. Also, denke ich mal da. Ah, okay, da verschlossen. Da hätte ich jetzt den Schlüssel gebraucht. Ich hoffe, der war jetzt nicht in dem Raum. Oder war der doch? Wahrscheinlich war er drin. Geht's da weiter? Nein, jetzt sind alle Gegner nachgespawnt. Da fliege ich, das ist mir wurscht. In dem Büro ist angeblich ein Gerät am Schreibtisch, mit dem man eine Tür zum Block am anderen Ende der Anlage öffnen kann. Der Sammelraum ist leider vermutlich verstanden, aber irgendwo in diesem Block muss es einen Ersatzschlüssel geben. Ich habe eigentlich alles abgesucht, aber das ist genauso wie damals, wo wir die Teile für Rimbles Medizin gesucht haben. Ich meine, ich bin ja wirklich eiskalt in jeden Raum gegangen, aber es wird sicher in dem Raum sein. Ja gut, da fällt jetzt gerade. Alter! Okay, ich sehe diesen Herrscher nicht so, aber der ist ein bisschen langsam. Ja, also wenn, muss es hier sein. Weil da auch so viel Wachen. Ach, da hinten, na toll. Nee. Okay, gut. Zip, zip, zip. Jetzt haben wir wieder alle Gegner blatt gemacht. Aber diese müssen alle gleichzeitig gekommen. Dann geht es immer flotter. Alter, also, komm. Die renischen Soldaten sind aber so cool erstmal. Also wie gesagt, die hier, die haben ja immer, ich sag jetzt mal, diesen leichten Stasi-Gedanken hier. Sieht ehrlich gesagt nicht ganz so cool aus. Okay, du bist unfair. Alter! Wenn den aber so weggehauen. Also, ich finde, das habe ich ja schon mal gesagt. Ich finde es nett, wie so
die beiden Areale, die wir bis jetzt hatten, wirklich so Kalagia und Cesoria, so unterschiedliche Charaktere so vom Stil auch haben. Dass man nicht einfach nur gesagt hat, so, dass man einfach denselben Charakter die ganze Zeit nimmt. Und ich meine, die sehen natürlich gut aus, aber beim einen hast du halt diese fetten Ritter, jetzt hast du halt mehr so dieses KGB-Stasi-Ding, sag ich jetzt mal. Also auch natürlich auch sehr vom Typ her, mit dem ganzen Beobachten und keine vertraut dem. Finde ich nett. Bin gespannt auch noch, wie die anderen Gebiete so sind. Und ich hoffe, die sind dann auch nochmal schön unterschiedlich. Schön in die Attacke gehört. Nochmal schön in die Attacke gehört. Ich glaube, wir bleiben mit der Double Demon Fang. Nein! Eine Sekunde zu früh gehabt. Boom! Müssen wir echt sagen? Ach, das geht nur auf einen, naja. Bin ich aber schon wieder kein großer Fan. Ich hasse es, wenn man so eine mystische Art ist, hat und man die, also wie gesagt, diesen Overlimit-Modus und man den nicht selber aktivieren kann. Also ich werde gezwungen, den einzusetzen. Some kind of armory? Looks like they're more for decorative purposes than actual combat. Does it matter? We've got a job to do. Wait, this isn't Renan. It's Danon. Really? And not just this one either. All of these. It's all Danon gear. What's Danon equipment doing on display inside a Renan castle? Ask around later if you're so interested. But for now, we've got more pressing matters to attend to, remember? Ich denke mal, das ist so seine kleine Trophäensammlung, was er hier aus diesen ganzen Ruinen ausgrabt und hier zur Sau stellt. Ich wünsche mir, dass ich so meine Supermodi immer selber aktivieren kann, damit ich es in dem Moment einsetzen kann, wenn ich es will und nicht, wenn mir das Spiel das vorgibt, weil wie in dem Fall, es bringt mir jetzt ehrlich gesagt nicht so viel. Okay, einen Knopf. Und den Knopf drücken wir. So, bitte. We still don't know how to activate the elevator. We'll just have to see what we can figure out. Aha. Giving us the run around. Also wir müssen das später nochmal zurück. Da müssen wir uns wahrscheinlich müssen wir jetzt da irgendwo hochfahren. Da müssen wir uns einen Schlüssel holen und dann denke ich mal werden wir nochmal zurück müssen. Aber jetzt könnte ja erstmal der Aufzug funktionieren. Hoffe ich. Sind die Gegner da wieder nachgespawnt? Jo, sie stehen jetzt vor der Tür. Ach, da müssen wir jetzt wahrscheinlich rein, oder? Ich hau einfach nur ein bisschen blind in der Gegend rum. Zack! Zack! Also mit Law sind die Attacken echt spektakulär aus, Mann. Was so ein Spiel wirklich lassen muss, es hat super schöne Effekte. Also Grafik kann man sich definitiv streiten. Es gibt hin und wieder so diese Punkte, wo es doch mal matschige Texturen gibt. Wir laufen viel zu oft in irgendwelchen Gambling Dumpen drum. They keep a Zuga locked up down here? Why? I've heard rumors that they feed prisoners to one instead of executing them. Do you think? Stop it! Ja, und scheinbar ist er groß und stark dadurch geworden. Achso, und ihr greift uns jetzt nicht an, oder? Es ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie eine große Überraschung war. Aber die Attacke ist auch so cool. Aber man merkt, so die Attacken haben immer so ein bisschen unterschiedlichen Rhythmus. Also, eigentlich ist es am besten, wenn wie Shion ihre Attacke macht. Weil, also nicht jeder, weil die haut ja einfach auf ein Ziel drauf.
Habe gerade, ich marschiere einfach da durch die Gegner. Weil, die Attacke haut halt einfach auf ein Ziel, aber zum Beispiel wenn Shion und Ding angreifen und Rinwell, dann machen sie so super coolen Strahl und der ist ja richtig, richtig stark. So. Irgendwo muss hier ein Schlüssel sein für diese fette Bestie. Oder auch nicht. Hi, hi. Oh, verdammt. Wenn er jetzt nicht zurückgibt, hätte ich schön mein Kombo machen können. Aber da seht ihr, das ist das Problem, wenn alle auf ein Ziel gehen. Nämlich, dass ich Probleme habe, mein Kombo richtig auszuführen. So, Schlüssel. Aufzugschlüssel. Aber wird das schon sein, oder? Aber die Beste kommen immer noch dran, gell? Oh, sieht aber auch irgendwie spooky aus. Ich denke mal, der wird jetzt irgendwie ausbrechen oder vielleicht wird er dann auf uns gehetzt. Das wäre auch eine Idee. Aber mir fehlen aktuell zwei Schlüssel. Das ist irgendwie echt doof. Ich will die Schlüssel haben. Ich bin ein Schlüsselkind. So, und dann hüpfen wir hier rein. Okay, geht schon. Ich denke mal, da oben, vielleicht werden wir auch im zweiten Stock die Schlüssel finden. Kann natürlich auch sein. Oh, weil definitiv Gegner gibt es hier genügend. Irgendwo hier. Die Frage ist halt nur wo. Are you still thinking about that armory with all the Danon equipment? Yeah, especially that black armor. I don't think I've ever seen anything from Dana that looked so nice. I can tell you that it was definitely Danon. It was made using techniques found only here. That's how I know. But ever since the Renans came, our civilization's been scrubbed out. Bit by bit, hardly anything's left now, which is why most people don't remember. But why would the Renans have something like that? Unless it was the spoils of war. It must be a token of the Danons who fought and lost in the past. Or rather, that the Renans were able to beat them. Armor that nice must have been worn by a commander of some sort. They might have even been a Danon hero. A hero, huh? A fallen hero, maybe. I hate to see all that stuff fall into Renan hands, but it's amazing to see that so much of it has survived. You into this kind of stuff then, Rinwell? I mean, yeah, I guess. Are we done here? We don't want to keep Ganabelt waiting any longer. Oh, Lord. Fängt er hier als Baggern an, ne? So früh. Ich dachte, wir wollen dann immer deinen Vater rechnen, bevor du hier mit dem Baggern anfängst. Aber okay. Kannst du dir jetzt schon anfangen. Gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, machen wir nun einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal geht's ja weiter und hoffentlich werden wir es dann endlich hier zu Ganabelt schaffen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und auf Wiedersehen. Ciao.